In den letzten Jahren gerieten die spanische und britische Regierung immer wieder aneinander. Grund dafür ist ein jahrhundertelang andauernder Konflikt um eine kleine Exklave an der Südspitze des spanischen Festlandes. Gibraltar, eine schmale Halbinsel, besonders bekannt für den Affenfelsen, liegt nördlich der nach ihr benannten Straße von Gibraltar und ist lediglich 7 Quadratkilometer groß, allerdings von unschätzbarem strategischem Wert. Wer Gibraltar kontrolliert, hat großen Einfluss auf den Warentransport zwischen dem Atlantik und dem Mittelmeer, weshalb die Halbinsel stets sehr umkämpft war. Doch warum konnten sich ausgerechnet die Briten, deren Mutterland ja tausende Kilometer entfernt liegt, diese strategisch wichtige Exklave sichern und warum haben sie diese bis heute nicht an Spanien zurückgegeben? Ursprünglich war Gibraltar von den Muslimen besetzt, es konnte allerdings infolge der Reconquista von der spanischen Krone zurückerobert werden und es wurde im Jahr 1462 offiziell von Spanien annektiert. Doch die Herrschaft währte nur ca. 250 Jahre, denn zu Beginn des 18. Jahrhunderts brach der spanische Erbfolgekrieg aus. Da der spanische König keinen Erben hinterließ, erhoben die Franzosen Anspruch auf den spanischen Thron, was allerdings die anderen europäischen Großmächte vor den Kopf stieß, da sie fürchteten, dass Frankreich durch den Zugewinn des riesigen spanischen Kolonialreichs zu stark werden würde. So führte England schließlich eine Koalition mit Österreich, Portugal und den Niederlanden an, um Frankreichs Thronansprüche ein Ende zu setzen. Es fanden dabei Kämpfe in ganz Europa statt. Die Briten fokussierten sich dabei aber aufgrund ihrer starken Navy besonders auf die französischen und spanischen Küsten. So plante eine britisch-niederländische Flotte im Jahr 1704 eigentlich eine Invasion der französischen Mittelmeerstadt Toulon. Der Angriff schien zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht praktikabel genug, weshalb die Flotte weiter in Richtung spanischer Küste fuhr. Der Kapitän wollte dabei nicht ohne militärischen Sieg in die britische Heimat zurückkehren, weshalb er sich spontan dazu entschied, Gibraltar zu belagern. Die Stadt war dabei ziemlich schlecht bewacht, weshalb die spanische Garnison bereits einen Tag später kapitulierte und die Stadt eingenommen werden konnte. Im anschließenden Friedensvertrag von Utrecht wurde Gibraltar 1713 offiziell an Großbritannien abgetreten. In dem Vertrag wurde festgelegt, dass die Stadt, das Schloss und die Befestigungsanlagen für immer und ohne Ausnahme von Großbritannien gehalten werden sollen. Trotzdem versuchten die Spanier immer wieder erfolglos, Gibraltar militärisch zu erobern. Eine der längsten Belagerungen dauerte von 1779 bis 1783. 1830 wurde Gibraltar dann auch offizielle britische Kronkolonie und die Bedeutung der Halbinsel wuchs besonders durch die Eröffnung des Suezkanals noch weiter. Da alle britischen Schiffe zur Erreichung ihrer ostafrikanischen und asiatischen Kolonien durch das Mittelmeer fahren mussten, war Gibraltar einer der wichtigsten Stützpunkte für die britische Navy und es spielte stets eine besondere Rolle in der britischen Geschichte. Die Exklave wurde im britischen Verständnis sogar so wichtig, dass ein britischer Aberglaube besagt, dass wenn die Affen den Felsen verlassen, auch Großbritannien untergehen wird. Das war auch der Grund dafür, warum Sir Winston Churchill der Legende nach während des Zweiten Weltkriegs dafür sorgte, dass Affen aus Afrika nach Gibraltar gebracht wurden, um die Affenpopulation stets möglichst hoch zu halten. Im Zuge der Entkolonialisierung in den 1960er Jahren forderte dann auch die spanische Regierung, Gibraltar zu entkolonialisieren. Die Briten führten deshalb im Jahr 1967 ein Referendum durch, in dem sich alle Einwohner Gibraltars für die Integration in Spanien oder eine Fortsetzung des britischen Statuts entscheiden konnten. Das Ergebnis war aber sehr eindeutig. Eine überwältigende Mehrheit von über 12.000 zu 44 Stimmen wollte weiterhin die Verbindung zu Großbritannien aufrechterhalten. Das damalige Oberhaupt von Gibraltar fasste es mit folgenden Worten zusammen: Es besteht eine größere Chance, dass die Hölle zufriert, als dass die Bevölkerung von Gibraltar die spanische Souveränität in irgendeiner Form akzeptiert. Das war ziemlich eindeutig und es entsetzte Spanien zutiefst, weshalb es die Grenzen zu Gibraltar sperrte. Großbritannien hingegen war hoch erfreut über den Ausgang des Referendums und es gewährte seine Exklave deshalb volle interne Selbstverwaltung, war aber weiterhin sehr zufrieden, einen wichtigen außenpolitischen Stützpunkt zu behalten. Die Blockade Spaniens wurde erst 1985 aufgehoben und es wurden in den nächsten Jahrzehnten auch immer wieder mehr oder weniger verbindliche Referenden durchgeführt, die Meinung der Bevölkerung aber blieb weiterhin sehr eindeutig. Erst durch den Brexit erschwerte sich die Lage nochmal. 96% der Einwohner stimmten nämlich beim Brexit-Referendum für den Verbleib in der Europäischen Union, weil beim Brexit dort eine EU-Außengrenze zwischen Spanien und Gibraltar entstehen würde. So wurde in den letzten Nachverhandlungen des Brexits noch ein Kompromiss gefunden, bei dem Gibraltar weiterhin dem Schengen-Raum angehört, was so besonders den täglich ca. 15.000 Pendlern zugutekommt. Und es bedeutet auch, dass es weiterhin möglich ist, aus anderen EU-Ländern ohne Passkontrollen nach Gibraltar
Gibraltar zu reisen. Wart ihr denn schon mal in Gibraltar oder würdet ihr dort gerne mal hinreisen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr das Video sehr gerne liken und teilen, wenn es euch gefallen hat. Hier könnt ihr euch noch ein weiteres Video anschauen und ansonsten sehen wir uns sehr gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!